Hallo, Hallöchen, hier zu Real Farm mit den lieben Chris, den lieben Hansi, den lieben Olli, den lieben Heiko, den lieben Maja, den lieben Obelix und den feichten Grüße. Und dem Ron. Oh, Grüße. Hallo, der Hallöchen. Hallo. Tag. Hallo. Harte Zeiten, harte Arbeit, wir haben viel zu tun, lassen wir es liegen. Herr Kollege, gucken Sie mal hier, hier ist schon mal nichts zu essen drin, ne? Mhm. Sehen Sie das? Ich hab's gesehen. Ja, ja. Egon! So ganz gesund sehen Sie auch nicht so ganz aus. Ich glaube, dass sie hat Milben. Warte mal! Schau doch mal eine Federprobe nehmen oder sowas. Herr Polizist! Ja? Ja, nehm mal eine Probe hier. Mhm. Ich möchte Sie mal bitte auf meinen Hof bestellen. Ich habe hier zwei so komische Gestalten rumlaufen. Ich glaube, die klauen hier Schlepper und Sachen, Wertsachen. Ich mach mich gleich auf den Weg. Einen kurzen Moment, bitte. Ja, das ist super. Patrick! Ja? So, komm mal her, da haben zwei so komische Gestalten bei uns am Hof. Guck mal nach, ob die Viecher irgendwas haben. Okay. Weiß ich nicht, mal gucken. Hanni, der Trecher ist da. Mager aus, ne? Was ist da? Was wird da gespielt? Hä? Hey, gib mir gleich bitte. Oh, ich mach gleich ein Foto von dem. Schau her, der hockt mit der Maske da drinnen. Oh mei, das ist doch der Kram von nix. Polizei, Alter, benommen. Ist gut. Alter. Ja, Herr Brackelmann, was machen Sie schon wieder da? Ja, wir sind hier ganz offiziell in Sache hier. Mal die Ziele kontrollieren, ne? Ja, offiziell, dann möchte ich völlig bei mir an und jetzt schleicht ich von meinem Hof und ist verzeihlich. Runter von meinem Hof und hole mir Flinten und dann schieße ich die Hobby. Ganz einfach. Ja, dann hol sie doch, los. 3, 2, ich hab einen illegalen Waffenschein. Ja, rein. Ja. Der Schlepper bleibt jetzt da stehen, gell? Raus von nix. Bleibt ja auch. Ich glaube, mit unseren Geschäften wird es in Zukunft nichts mehr. Schaut sehr schlecht aus hier. Ja, da. Hast du schon wieder mein Haar nochmal gefummelt, hä? Was für ein Haar? Wo war der Obst, hä? Schau dir hoch. Aha, du Saubär, du. Oh, du bist der du von einer. Oh, warte, ja, ich hab Polizei schon gegriffen. Echt? Ja, so nicht, und Foto hab ich schon gemacht. Oh mein Gott, schon. Komm, wir werden gesehen, gerne, Bruder. Du, Patrick, schmeiß ihn mal runter von hoch, der kann nicht so gut, weil du unter Busch steht. Runter, Alter. Und du, Patrick, sieh ich mal so schnell aus. Schmeiß ihn mal hoch, dann versuch mal die ganze Rede. Oh, hat ihr einen Sound? So, wo bleibt denn der Polizist hin? Da, hier ist er, hier ist er. Oh, jetzt sind ja drei Tage. So nicht. Kannst du hier noch abschlagen, oder? Ja, schau, ich glaube, da ist schon zwei Stürmchen hier. Oh mein. Der ist ohne Zocken da bloß noch. Der andere, der hat das Zelt, die Beweisfotos, ja, warte, ja. Ja, jetzt rennt der da umeinander. Von der anderen Seite vielleicht? Ja, jetzt. Herr Ries, grüß Sie! Hallo, Mr. Weiz, Sie haben angerufen, was gibt's denn? Ja, da hängen ja Rufer, das war so eine komische Gestalt umeinander, der eine hat sich da eiskalt am Hebel vergangen. Ich hab da Bild gemacht, schau es mal her. Ja, selbst das, was der mit dem Hand gemacht hat. Okay, es sieht irgendwie ein bisschen nach Veterinäramt aus, aber ja, das müsste wurscht, mal einmal erklären. Könntest du mir einmal kurz zeigen, wo die Herrschaft ist? Ja, freilich. Und zwar ohne Ankündigung, auf mein Privatkunst wird gar nichts. Da, der andere rennt fast umeinander mit seiner Maske, oder? Schau es her. Hat er schon ab. Also ich mach da offiziell an. Genau, ja, halt fest, Patrick. Wenn wirklich, hau ein paar drüber. Unten hau mal Kulik in der Meine, ist ja wurscht. Oh, ich warte da, hä? Entschuldigung, würden Sie bitte mal stehen bleiben? Hallo? Was soll? Schießt Waffen, wir schießen zum Kreis, besser! Hier durch, steigt auch. Jetzt schau mal, dass du aus meinen Automaten rausgehst, was geht dir in meine Müllleistung auch, hä? Na ja, was hast du da, du kleiner Drecksack, du? Jetzt schleicht die! Was für ein Milchleistung, wenn du da? Ich seh doch gar nichts. Der Riebs, nehmen wir es jetzt den fest oder ich hau ihn um. Ist mir egal. Aber ich hole ganz ruhig. Nichts ganz ruhig. Gib mir deine Waffen, du schießt ihn selber. Gib mir deine Waffen. Gib mir deine Gitarre jetzt her, da, weil du schon nichts machst, dann machst du was. Ich sag mal lieber kein Semmel mehr. Ist mir wurscht. Jetzt schau, dass du erst die schleichst und zieh die Waffen von mir. Könnt ihr den jetzt mal empfehlen hier, weil der stört die Arbeit. Ist das angekündigt worden vorher? Ja klar, drei Wochen vorher haben wir ihn rumgeschickt. Von wegen, wo ist denn der Brief? Soll ich mal heute? Guck
guck mal, wie weiß das denn? Das kann doch gar nicht sein, dann müsste ich ja unterschrieben haben dafür. Hab ich aber gar nicht. Guck doch mal nach. Ja, schau doch mal. Geh mal los, geh mal gucken. Komm, zeigen Sie doch den, wo ich unterschrieben habe, angeblich. Also, unterschreiben, wir schicken. Ja, können Sie nicht lesen, ne? Können wir nicht sagen. Herr Bartelmann, Herr Bartelmann, Sie sind doch angeblich Veterinär. Ja, aber. Müssen es doch wissen. Wenn ja, das, wie jetzt? Wenn wir das postialisch anmelden, ne? Müssen Sie da sein. Sie sind ja da. Ich will das so Scheißdreck und jetzt schau, dass du schleichst. Nein, ne? Ja, Herr Rüfs, nehmen Sie fest oder es eskaliert das hier gleich. Ja, Herr Rüfs ist auch da. Super. Haben Sie mal eine E-Mail gekriegt? Also wenn es ein schriftliches Schreiben gibt, würde ich das ganz gern einmal sehen. Weil Sie müssen ja auch nicht aus zweite Ausfertigung am Vertrag machen. Herr Kollege, sagen Sie mir das. Herr Rüfs, Sie müssen einfach mal auf Ihren E-Mail-Eingang gucken, vielleicht auf Ihrem Handy. Dann sehen Sie das. Also geschickt habe ich schon, aber lesen wurde es noch nicht. Ich sehe gar nichts. Ja, sehen Sie, ich habe gar nichts. Ja, komisch, ne? Ausfertigung Veterinäramt. Ich möchte es bitte auch sehen, ich kann hier nichts einblenden. Die Leute möchten das ja natürlich alle wissen, also bitte. Hallo? Ja. Mein Hof, meine Rechte? Da ist jetzt mal ruhig. Das wirst du gleich ruhig sein, weil der haut seine Zähne raus. Komm, gehen wir hier merken, hier ist einmal. Brauche ich nicht, das brauche ich ja wir von Polizisten. Geht. Wie ist das? Wir haben uns das mitgeteilt, bereits Bilder habe ich Ihnen auf Ihren Tablet geschickt oder auf Ihrem Handy. Und wir wollten jetzt der Sache nachgehen. Ich kann mich gerne selber überzeugen, die Bilder habe ich Ihnen weitergeleitet, die wir geschickt bekommen haben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie viele Schüler waren da? Da ist er. Der andere will jetzt ja Eisbär oder meine Hilfe verdammt. Okay, wir sind. Hast du schon mal sowas gesehen, Patrick? Ja? Hast du schon mal sowas gesehen? Ja. Warum soll ich das nicht sehen? Na, also sowas sehen. Und dann wollte ich auch noch Geschäfte machen. Und dann lernen wir sogar noch, dass wir Geschäfte machen. Also kann man keine Geschäfte machen. Das wird, Ein Telefon noch umeinander schlagen. Ja, 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 was? Kommst du mal alle viermal her? Steh hier. Soweit sind die Dokumente vom Veterinäramt. Soweit korrekt. Einzige, was nicht übereinstimmt, ist das Datum der Untersuchung. Das war gestern. Aha. Ja, gestern waren wir aber auch schon hier, aber keiner da. Gestern war Sonntag, Sonntag arbeitet kein Veterinäramt. Ja, warum machen wir noch einen Termin als für Sonntag? Vielleicht ein Druckfehler. Vom Fehler, genau. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Wir vereinbaren jetzt nochmal einen Termin zur offiziellen Untersuchung, so dass das hier nicht weiter eskaliert, und ja, lassen dann einmal gemeinsam das Ganze durchschauen. Ja, weit durchgeschaut haben wir doch jetzt schon. Oder besprechen das dann halt einfach nochmal. Aber das ist jetzt so, eskalieren muss das hier nicht. Das ist ja nicht. Hätte Herr Backemann jetzt die Arbeit machen lassen, Herr Weichel, wäre alles okay gewesen. Also ich möchte jetzt trotzdem meine Anzeige aufgeben, denn erstens ist es mein Hof, es sind meine Grundstücke hier, und ich möchte, wenn da wirklich mit mir gesprochen wird. Zuvor habe ich auch mit Herrn Brackemann komischerweise gesprochen, da hat er ja nichts gesagt. Also, und einfach wie immer so auf meinen Hof kommen, mich von meiner Arbeit abzuhalten, mein ich und mein Lehrling, ja, ist ja nicht so, dass der nichts kostet, gell? Also das ist ja... Wir hätten hier weiterarbeiten können. Ja, das stimmt, wir hätten ja weiterarbeiten können. Natürlich, ich gehe jetzt auch zu dir nach Hause und hock mit deinem Wohnzimmer und schau mal dein Wohnzimmer an, hä? Ja, kannst du machen. Du Vogel, du. Wenn ein Richter hast, musst du machen. Der sagt mir das. Dein Wohnzimmer nicht, wo du immer sitzen sollst. Ja, schau mal. Solange die Schafe in Ruhe lässt. Ja, genau. Du. Ja, dann müsst du es in der Praxis mal kommen. Ja. Aber wie immer. Wenn das jetzt auch nicht geht, das wird es natürlich in der nächsten Folge sein. Wir müssen natürlich einschalten. Auch auf dem zweiten Kanal. Weil wir wissen ja nicht, was auf dem zweiten Kanal passiert ist derzeit. Und ihr wisst ja, Glocke aktivieren, Abonnieren da lassen, auf meinen Kanälen bitteschön und Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt auf die Kommentare, was ihr da schreibt. Ich freue mich drauf und die anderen natürlich auch. Und wie ich schon gesagt habe eben, nehmt es in Ernst, wir spielen das hier alles nur. Es ist alles im grünen Bereich. In diesem Sinne sind wir raus. Danke schön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ja, auf Wiedersehen.